Ja, ich glaube an die Macht von einfachen Menschen, von einfachen Bürgerinnen, die sich engagieren in Bürgerinitiativen, in Vereinen. Aber noch viel mehr Einfluss und Möglichkeiten hätten sie, wenn es einen bundesweiten Volksentscheid gäbe. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass wir ihn eines Tages bekommen werden, weil ich glaube, dass dann das Engagement von Menschen noch viel zielgerichteter eingesetzt werden könnte. Wenn es auf Bundesebene einen Volksentscheid gäbe, dann wären wir ja versucht, eine bundesweite Kampagne zu starten für die Einführung einer Vermögenssteuer. Es kann nicht sein, dass in einem Land, wo die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird, sich eine kleine Zahl von Menschen nicht beteiligt an den Kosten für das Gemeinwohl. Und wir denken, das ist ein Thema, wo wir viele, viele Menschen hinter uns haben und wo nur die Parteien Schiss haben, sich mit den Vermögenden anzulegen. In unserer Arbeit merken wir, dass die europäische Ebene immer wichtiger wird. Immer mehr Themen werden auf EU-Ebene bestimmt und dann nur noch umgesetzt auf nationaler Ebene. Umso wichtiger wäre es, auch auf europäischer Ebene verbindlich über Gesetzesvorhaben, über Ideen abstimmen zu können. Und wenn wir die Möglichkeit hätten, dann würden wir eintreten für ein Verbot von gentechnisch manipulierten Organismen in der Landwirtschaft und würden ebenso versuchen, für einen starken europäischen Datenschutz einzutreten.